Make Yourself Freitag. Eine neue Show. Extra für euch. Denn, wie ich weiß, quietscht A, dieser Tisch. Und B, ist immer wieder die Frage, ich habe wenig, aber ich möchte trotzdem was Tolles machen. Und das ist tatsächlich eigentlich meine Definition von Do It Yourself. Aus den Möglichkeiten, die man hat, das Beste rauszuholen. Und genau das machen wir heute. Wir wollen ein super geiles Regal bauen mit sehr, sehr wenig. Wir sehen eine Säge und einen Akkuschrauber. Viel mehr brauchen wir nicht. Wir haben hier jede Menge Bretter, die ihr im Baumarkt kaufen könnt. Das sind Dachlatten, gehobelt, wichtig, weil das wollen wir uns ja in diesem Fall ersparen. Und MDF 16 mm, was die gute Frau im Zuschnitt für mich schon mal auf 24,5 cm breite Streifen geschnitten hat. Welche Maße ihr nehmt, hängt von eurem Regal ab. Guckt das Video erstmal bis zum Ende oder guckt aufs Teaserbild. Dann könnt ihr euch überlegen, wie euer Regal aussehen soll. Ihr könnt alle Maße völlig frei anpassen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Was wir jetzt zuallererst machen, ist, diese Bretter auf ein Kistenmaß zu schneiden. Dafür nehmen wir die Tauchkreissäge mit Führungsschiene. Diese Tauchkreissäge habe ich mir mal ausgeliehen von einem Freund, weil ich noch nie mit einer Akkusäge gesägt habe. Machen wir aber heute. Ich hoffe, dass das nice wird. Also probieren wir es direkt mal aus. Wir wollen jetzt unsere Teile hier zuschneiden und nehmen dafür eine Führungsschiene. Das macht Sinn, weil ich eine habe. Wenn ihr keine habt, zeige ich euch gleich einen Trick. Wir nehmen als Unterlage für alles heute im Prinzip einfach nur einen Tisch. Ich denke mal, einen Tisch dürfte eigentlich jeder in irgendeiner Form zur Verfügung haben. Wenn ihr jetzt keine Führungsschiene für eure Tauchkreissäge oder Handkreissäge habt, dann könnt ihr euch auch einfach ein gerades Stück Holz oder Metall drauf spannen und fahrt dann an dieser geraden Kante lang. Das ist kein Problem. Wenn ihr solche Sachen jetzt absägt, ist das ja am Ende das Teil, was wir aufbewahren wollen. Das heißt, wir wollen nicht, dass das super krass auf den Boden smasht. Deswegen habe ich hier drunter ein paar Sustainer gestellt. Ihr könnt auch Bierkisten hinstellen, irgendwas, dass unser Teil nicht so tief fällt. Was wir jetzt machen, wir sägen jede Menge solcher Teile. Dafür brauchen wir die Säge und einen Gehörschutz. Wenn ihr so weit gekommen seid, Glückwunsch! Der anstrengendste und wiederholendste Part dieses Projekts ist damit geschafft. Was wir jetzt, wenn wir schon beim Sägen sind, noch machen können, ist die Dachlatten absägen. Das machen wir jetzt genauso wie eben. Der Akku und der Staubsack sind tatsächlich ganz nice, weil man halt gar kein Kabel hat. Und das ist gerade bei so vielen wiederholenden Schnitten ganz angenehm, weil halt nichts hängen bleibt. Jetzt ist es wiederum ganz anders. Wir sägen einfach alle Dachlatten auf einmal ab. Ups, gar kein Problem. Ich habe mir die hier schon mal zusammengezwungen. Jetzt braucht ihr auch nichts unten drunter stellen, weil das, was wir jetzt abschneiden, ist einfach nur noch Abfall. Insofern ist das deutlich einfacher. Wo ist mein Maßband? Ist eigentlich egal. Erstmal sägen wir nämlich eine Kante gerade, messen dann, sägen die andere. MDF können wir super gut verleimen, also einfach verkleben. Deswegen machen wir das so, dass wir unsere Korpi-Knorpel, die wir jetzt bauen, einfach stumm verleimen. Und damit das, weil wir ja wahrscheinlich alleine arbeiten, relativ einfach ist, werdet ihr bestimmt auch solche Abschnitte überhaben. Und die habe ich mir jetzt einfach in dem Abstand hier dran gezwungen, wie später die Seite hier reinpasst. Was natürlich enorm hilfreich ist, ist, wenn man Parallelzwingen hat, so wie wir hier unten, so dass wir das Ganze einfach hinstellen können. Es wird trotzdem ein bisschen tüdelig gleich, das weiß ich schon. Ihr könnt natürlich diese Verbindung genauso gut mit Dominos, Lamellos, Nägeln und oder Schrauben machen. Es ist völlig egal, macht es so, dass es hält. Wir machen es jetzt so, weil das tatsächlich die einfachste Variante ist. Wir brauchen nur ein bisschen Glue und den haben wir schon. Deswegen leimen wir die Kiste jetzt zusammen. Die Boxen
habe ich nochmal auseinandergebaut. Zumindest die erste, habe den Leim nochmal abgemacht, denn da ist noch eine Steckdose an der Wand. Scheiße, wer hat die da hingebaut? Das war ich selber. Wir mussten das Regal jetzt etwas kleiner machen. Deswegen fängt das Regal jetzt neben der Steckdose an. Deswegen haben wir die Kisten jetzt einfach anders verleimt. Insofern sind es jetzt keine Quadrate mehr, sondern Rechtecke. Ist völlig in Ordnung. Das kann passieren. Ja, also zurück zu den Kisten. Das sind nun die 6 Kisten. Bei MDF ist es so, das haben wir uns hier schon mal angeguckt, unbehandelt ist das jetzt nicht so super duper robust. Wir haben jetzt natürlich hier relativ halbwegs stabile Bedingungen. Trotzdem sollten wir irgendeine Art von Oberflächenbehandlung hier machen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr MDF lackieren könnt, das habe ich euch hier mit wirklich ganz einfachen Mitteln gezeigt. Denn MDF bietet sich zum Lackieren an und so könntet ihr einen wunderbaren Farbakzent setzen. Das möchte ich nicht. Ich möchte keinen Farbakzent setzen. Trotzdem möchte ich natürlich mein Regal schützen. Deswegen werden wir es jetzt wachsen. Pow, da habe ich schon ein tolles Tuch, mit dem ich das jetzt mache. Also 1, 2, 3, Wachs drauf und wieder runter und noch mehr Wachs drauf. Let's go. Welcher fange ich an? Mit der. Tada! Das ist es nun. Ein, ja, sehr individuell gestaltbares Regal, was ihr mit super einfachen Mitteln selber bauen könnt. Ich finde es nur nice. Zuallererst, weil geöltes bzw. gewachstes MDF ziemlich dope aussieht. Und zweitens, weil diese Ecke hier immer so richtig schlecht genutzt war. Jetzt kann man sie besser nutzen. Wir können die Räume theoretisch auch im Nachhinein noch ausfüllen. Und wer jetzt sagt, du Winkler, du bist ein Idiot. Da ist ein Fach, da kommst du gar nicht ran. Da komme ich ran, es ist nur nicht sichtbar. Und es gibt Sachen, die möchte man zeigen und es gibt Sachen, die braucht man, die möchte man nicht zeigen. Ich habe auf meiner Absaugung 1 Zillion Müllsäcke liegen, weil ich damit die Absaugung sauber mache. Und die können da hinten rein, zack, versteckt. Das ist also nun ein ziemlich einfaches Do-it-yourself-Projekt, was ihr natürlich nicht nur für die Werkstatt nutzen könnt. Das könnt ihr genauso für eure Küche, für euer Schlafzimmer, für den Vorratsraum machen. Baut es einfach nach, denn es ist einfach und es macht Spaß und es sieht super aus. Was super ist, alle Werkzeuge, die wir heute gebraucht haben, passen da rein. Und das ist auch so ein bisschen was, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt in manchen Aufnahmen. Gerade diese Werkzeuge hier fliegen bei mir immer rum und deswegen haben sie jetzt einen super fixen Platz. Also, DIY-Projekt abgehakt. Das läuft und macht Spaß. Wenig Werkzeug, das ist schon eine schöne Challenge. Also, macht das nach und schickt mir gerne Bilder von euren Ergebnissen. Ich möchte sie sehen und ich möchte euch auch am Sonntag sehen. Beim nächsten Video, wie immer, um 11.30 Uhr. Bong! Jetzt gehe ich raus. Ciao. Ah, aber ich nehme noch Akkuschrauber mit.